die hört genauso wie unsere Kinder. Also die Kamera, nicht die Frau. Ja, ja, schon klar. Naja, also Andi hat es jetzt eilig, da hat es jetzt ja das letzte Mal auf Sächsisch, diesmal hier in voller Geschwindigkeit. Nein, das hat sie nicht verstanden. Sächsisch kann sie, aber schnelle Geschwindigkeit kann sie. Aber schnelle Geschwindigkeit nicht. Leute, ich bin fast tot, seid froh, dass ich hier stehe. Tu mal noch so. Ey, 123 Kilo Bett. Na und stimmt ja gar nicht, hast du ja nicht alleine getragen. Ja, aber fast. Unser neues Bett ist endlich da. Und Alessandro und Andi haben das Teil erstmal hier hochgeschleppt und ich war vorher mit Alessandro noch, naja, eine Reise durch die ganzen Geschäfte. Ich schwitze wie ein. Ich sage nichts. Das riecht da metallisch alles irgendwie ganz komisch. So nach neu. Ich blute. Ja, nee, nach Eisen. Nee, so riecht es. Ich bin auf dem Steiß geflogen beim vorletzten Teil. Oh, na, warum? Jetzt tut der Arsch weh. Na, warum gehst denn du so rück, dass du keine Stufe? Weil dein Sohn soll schieben. Er soll ja schieben, weil sonst muss ich Bett plus ihn ziehen. Ne, der wiegt doch gar nicht so viel. Nö, 6 Kilo noch zusätzlich. Die fallen nicht. Oh, kann man machen. So, Futur Time bei Natürlich Wir. Kommen wir wieder zum Thema. Ja, kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Vor allen Dingen, es wird heute ein langer Futur. Wir waren in drei Geschäften. Käse Mike, da waren wir schon seit Jahren nicht mehr. Laut meiner Google Map App, hat er gesagt, seit 2 Jahren waren wir nicht mehr dort. Ich habe halt gedacht, dort wird die Hölle los. Ja, Massen Leute, also es sind viele Leute, die wir geschätzt haben wollen. Ich habe mich jetzt geärgert, Wiener hätte ich dort mitnehmen können für 4 Euro das Kilo und ich wusste nicht mehr, ich konnte dich auch nicht mehr anrufen und weder in die Lidl-App gucken. Die müssten doch 3 Euro haben, ich dort gekostet haben. Nein, die bei die Lidl. Die Knackschen? Nein, die hätten 5,18 Euro das Kilo gekostet. -20%? -20%, aber die gab es nicht, die XXL-Teile. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass ich bei Käse-Mike nicht für 4 Euro Geflügel-Wiener mitgenommen hätte, das Kilo. Na, also gibt keine Wiener, fertig, ich muss die polnischen essen. Haben wir keine? Achso, wir haben doch die polnischen. Haben doch die polnischen, das ist ja nicht so, als der Marokko. Nee, richtig, dich mal bitte jetzt nicht an. Ich muss ja auch neben dir stehen. Komm mal her. Nein! Also, Käse-Mike. Käse-Mike, Lidl, Kaufland. So, yeah! So, das haben wir geschafft. 2 Stunden haben wir gebraucht, inklusive Fahrt. Also wir sind eigentlich relativ fix gewesen, muss ich mal sagen. Wir haben ja auch für unser großes Töchterlein gleich mit eingekauft, weil die heute keine Zeit hat. Du bist eine gute Mann. Wir haben das hat ja Alessandro übernommen. Aber ich musste ihn doch ein bisschen unterstützen. Also langt erst. Guter Bruder. Guter Bruder. Guter Bruder. Und jetzt verraten wir euch erstmal, was wir überhaupt essen wollen die Woche. Ja. Also die Hähnchenschenkel hatten wir vertagt gehabt. Da haben wir irgendwas anderes. Da haben wir Spaghetti gegessen. Genau, weil da haben wir dann Besuch gekriegt von unserer großen Tochter und der Freund und noch eine Freundin von Alessandro. Also die Bude war voll. Und da hat dann Cassandra. Cassandra hat gekocht, der Bolognese. Bolognese gemacht. Weil Eleonora sich nämlich Bolognese gewünscht hatte. Die hatte ja dort übernachtet und. Genau, und da hat sie sich das gewünscht und gesagt, gut, okay, Hähnchenschenkel sind aufgetaut, macht nichts, ab in die Küche gemacht. Genau, gibt's nämlich heute. Gibt's nämlich heute. Richtiges geiles Montagsessen, ne? Hm? Oh ja, sowas hat man selten. Hm? Dabei ist morgen Feiertag. Hm. Weil morgen zum Feiertag gibt's nämlich bei uns Gruselpizza. Und nicht nur das, es gibt leckere Donuts, Gruseldonuts und Blätterteig, Apfel. Apfelringe! Aber nicht die sauren. Nein, die normalen Apfel. Hat ihr Apfel in Scheiben geschnitten? Ja, die hat das rausgesucht. Und Äpfel? Habe ich gekauft. Gut. In Scheiben geschnitten, neigepappt mit Blätterteig, Zimt, Zucker, bam. Genau. Dann haben wir gesagt, Schischkohl mit Kartoffeln. Also, ihr wisst, Krautrouladen für Arme. Nee. Nein? Nein. Warum? Das sind Krautrouladen. Das heißt nicht Krautrouladen für Arme, sondern explodierte Krautrouladen. Oh, ist ja langweilig. So weil keiner Zeit Lust hat, so eine Krautroulade einzuwickeln. Ach, ich würde es machen, aber. Das ist viel Spaß. Nö, find ich geil. Das ist Blödsinn. Musst du nicht viel kauen, musst bloß schlucken. Super. Alessandro muss immer ein bisschen fischen. Du kannst Hackfleischbällchen wenigstens machen. Weil Alessandro ist ja kein Kraut. Eleonora liebt Kraut, ich auch. Ja. Und du auch. Dann Chili con Carne. Für die Kinder aber Bolognese mit Reis dann halt. Dann haben wir gesagt, Nudeln mit Käsesoße. Wir haben nämlich noch Schmelzkäsesoße da. Dann einmal Brot mit Aufstrich, was wir noch so da haben. Leberwurst habe ich zum Beispiel heute geholt. Und ich habe auch noch. Wir haben noch Salami da, wir haben Käse da. Wir haben auch noch den tollen Aufstrich von Rost. Zeug gekauft, hat sie ja auch noch. Dann habe ich auch Buko, ja, Frischkäse und sowas habe ich mitgenommen. Ja. Für Alessandro eventuell Sandwich. Da muss man selber wissen, ich habe noch gefragt. Eleonora ist noch bestimmt Brot. Brot haben wir aufgetaut, haben wir ja unten eingefasst. Und wir haben ja noch die Patties aus Polen. Deswegen gibt es auch Borsch. Genau. Ich habe jetzt zwar auch keinen Käse geholt, aber wir haben Käse noch aus Polen. Und Scheiblettenkäse ist auch da, ne? Also es wird jetzt viel. Oh, ich habe gar keine Lust gerade. Ich könnte euch ja jetzt schon einen Preis verraten, aber es wird die Wahrheit. Mach weiter, ja, los geht's. Wir starten damit. Freund. Zettel ist auf den Boden gefallen. Juhu! Ja. Weihnachten steht. Ja, ist ja so. Ja, ist so. Tür.
Mit zweimal. Zweimal. War nämlich im Angebot im Kaufland für 1,99. Ja, Süßstoff für ja, den süßen Anteil. Da war ich übrigens schockiert. Im Kaufland kostete der Flüssigsüßstoff 89 Cent. Im DM hätte ich den bald mitgenommen. Für 1,79. Ja, bist du denn verrückt? Ja, ich habe auch gedacht, ist der so teuer geworden? Sicher, Sympathie. Dann, da ist, das war dein Handy. Ja, ich bin wieder wichtig. Du bist wieder wichtig. Da ich im Kaufland ja eher selten bin, mittlerweile. Und es war Sirup immer noch im Angebot. Letztens hatte Cassandra für uns mitgebracht gehabt. Habe ich gleich nochmal. Ne, zugehauen ging nicht mehr. Holunderblüte ohne Zucker. Den mag ich nämlich ganz sehr. Und Alessandro hätte gern Kirsche. Holunder ist, oh, das ist so lecker. Es war ein Bruchteil runtergesetzt. Also das Sirup-Kirsche ist ziemlich günstig gewesen. So, und dann haben wir. Ich glaube, 1,39. Nee, ja, war im Angebot. Wow. Angebot für eine Tasche. Viermal. Genau. Ja, seht ihr's? Ja. 65 Cent pro Packung. Ihr wisst, 85 Cent hat es die letzten Male gekostet. Also da muss man ja zuschlagen. Ja, da muss man definitiv zuschlagen. Weil wir haben ja so Kinder. Achso, wir mischen übrigens jetzt Lidl, Kaufland, Käsemaik. Also wir sortieren jetzt nicht. Nee. Dann seht ihr auch im Lidl zweimal Donuts, weil wir gesagt haben, also zweimal Sechser. Ja, wir haben gut viele Donuts. Weil wir morgen Fusel-Donuts machen wollen. Oh. Weißt du, was wir gar nicht haben? Nein, seid schon. Schön. Cassandra sagte, wir... Ja, ich habe noch überlegt, ob ich es euch sage. Weil letztes ich brauche Mal gesagt. Wir haben keine Salzstangen, wir wollen Spinnen draus machen. Wie denn ohne Salzstangen? Oh, was denn? Chips. Nein, Popcorn. Nee, Popcorn, Toffee-Geschmack. Das waren die einzigen. Es gab auch noch. Ja, es gab auch noch die ohne Geschmack irgendwo. Oh. Aber wir haben auch noch eine Emoji mit. Oh. Die Halloween. Oh. Ja, 1,2 Kilo. 207 Stück. Halloween. 207 Stück. 207 Stück. Das steht da drauf. Achso, ich hab schon abgezählt. Ja, wir haben die vorher gezählt. Wir hatten nicht zu viel. Langeweile. Ich dachte, 4,59 €. Was ist denn das? Für Alessandro. Das ist. Ach so. Also nicht nur. Ach so, ich würde schon sagen. Ich weiß gar nicht mal, was es gekostet hat. Auf jeden Fall ist es Chrom. Das war. Ja, das war Cassandras letzte Mal mitgebracht. Ja. Und gleich so eine ganze Palette. Für? Ich glaube, 3 Euro haben wir bezahlt für 6 Flaschen. Und was ist das? Das ist dieses Kaffee. Kaffee. Cool. Und da fingen alle Sampo an. Nee, das ist eine komplette Mahlzeit. Das ist deine Trinkmahlzeit. Du hast ja früh gefrühstückt. Ach so, hab ich. 500 Kalorien hat so ein Teil. Gottes Willen. Müssen wir allerdings irgendwie was zum Kühlen finden. Wird lustig. Ja. Gerade jetzt haben wir ja wieder mal 17 Grad. Ja. Ich denk, brauchen wir gerade, ne? Nougat. Ja, die stellen wir mal so. Gefüllte Nougat-Pockets. Gefüllt drauf. Na, mit Nougat. Die sind neu. Alessandro hat sich sehr gefreut. Oh, für mich. Denke ich. Nö. Halloween. Du hast gesagt, du willst mal was Süßes mitbringen. Schuppi, Leute. Joghurtriegel, genau. Oh, geil. Was wir auch noch für Halloween mitgebracht haben. Einmal, ihr kennt sie, wie die M&M's. Oder wie heißen sie? Die mit den Nüssen drin? Knickknack. 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 Nein. Ne, Klatsche Nüsse. M&M's das sind die Schoko. Oh, wie heißen die? Ich weiß es nicht. Ihr kennt die Marke dazu, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Ich habe keine Ahnung. Ich überlege jedes Mal. Und Schokobrezeln habe ich gesehen. Oh, geil. Ich sage, oh, die nehmen wir mit. Ich glaube, wir müssen Cassandra dann bestimmt nochmal losschicken. Wird sie dann Salzstangen holen. Ja, dann nehmen wir die Idee gerade unterwegs. Ja, eben, zum Glück. Aber von wieder. Halloween Supreme Chips. Okay. Die waren noch nicht mal teuer, die haben 79 Cent gekostet. So, nimm mal mit. Der Spitzer kommt. Oh, mach nicht kaputt. Der Spitz. Nein. Spitzer. Nein. Ferkel. Mach ich gar nicht. Ich wollte eigentlich eine Rettertüte mitnehmen. Aber der Spitzkohl hat das Kilogramm 88 Cent gekostet. Das sind 890. Den machst du komplett die Tüte. Ja, den machst du bitte komplett. Deswegen habe ich gesagt, komplett die Mitte. Die komplette Mitte. Nee, du kriegst Ärger. Und in der Rettertüte waren nämlich drin Avocados, viele Zitronen. Es wäre auch ein Spitzkohl drin gewesen. Nee. Oder ein China-Kohl. Avocado. Und 3 Bananen oder so. Dann hab ich gedacht, nö. Dann nehme ich lieber das mit. Kartoffeln? Ja. Warum die Kartoffeln? Ach, waren die 7,5 Kilo? Ja. Ich bin doch gar nicht aber so seit Monaten. Das Problem ist, die sind seit letzter Woche im Angebot gewesen. Hm. Und es gab natürlich keine mehr. Also hab ich fürs Kilo. Oh, verschluckt mich gleich wieder. Alte Scheiße. Oh Mann. 96 Cent Kilo und da hab ich das immer mitgenommen. Hab schon ein bisschen geärgert. Ey, das wächst. Aber das ist halt das Problem. Das ist ja Gemüse, was hier wächst. Das wird auch nicht von hier sein jetzt. Keine Ahnung. Marika. Die Äpfel sind auch nicht von hier, die waren nur zu teuer. Dann waren die im Angebot, deswegen habe ich gesagt, so, auf dass wir immer fetter werden. Was denn? 3,5%ige Milch. Bist von du denn Stefan. Hat 4 Cent mehr gekostet, die Packung. Guck mal, auf die Kalorien. Ach, Quatsch. 64 Kalorien.
Statt 49. Das hat das ja ein Riesenmonster. Ja, aber hallo. Und deswegen habe ich sie viermal mitgenommen. Ich packe die gleich mal weg. Ja, du kannst gleich mal die Kiste zumachen. Ich darf die Kiste zumachen. Ich mach die Kiste zu. Na, das klingt ja jetzt auch toll. So weit sind wir noch nicht. Nee, die muss man aufbauen, die Kiste. So, die zwei Packungen noch. Hallöchen, mein Schatz. Ich hab da. Ist aber nett, dass du mir eine Kiste gibst. Ich geb dir den, auch keinen Korb, ist das? Zum Glück gibst du immer nur die Kiste. Oh Mann, ich stelle mal vorne hin. Ja, hier unten. Nee, du sollst nicht zum Essen gehen. Was? Wo stehst du? Ja, wo stehst denn du? Wo will denn der Mann? Immer im Weg. Ja, ist die Kamera noch. Ja, dort. Sie ist noch da. Ja, entschuldige. Ach, das ist egal. Das ist der Zettel von uns. Cool, Bett. Nudeln! Und zwar 6-mal für uns. Weil sie waren nämlich mit 20% Rabatt. In der Kaufland-App. In der Kaufland-App. Genau. Und dann muss man zuhören. Genau, dann haben wir also wir haben 63 Cent gezahlt, nicht wie du, liebe. Oh, ja, was? Ich weiß es nicht mehr. 49 Cent ist es noch. Ich will es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich erinnere mich an deinen Post, deinen Kommentar. Ja, aber wir sind froh, dass wir sie für das Geld gekriegt haben. Ja. Kannst du mal den Kasten bitte aufmachen? Ich habe ganz viele Nudeln. Du hast nur zwei Packungen. Ich habe mir tut aber der Steiß weh. Ja, du musst dich trotzdem bücken. Jetzt hat er bestimmt gleich Kleibel und Hexenschüssen fallen in die Nudeln. Ja, keine Nudeln fallen in die Nudeln. Alles da rein. Hey. Aua! Äpfel! Ja, genau. Ja, die kannst du aber nicht alle essen. Äpfel, endlich wieder Äpfel, Äpfel. Kannst du vergessen, gibt's nicht so viele, weil wir brauchen morgen welche. Schmeckst du mal hin. So, dann. Zweimal. Nein, zweimal Burgerbrötchen. Weil wir essen ja Hamburger oder auch. Und jetzt habe ich mir auch mal meine Tochter abgeguckt. Die haut überall Tomatengewürz rein. Die haut überall Tomatengewürz rein und das schmeckt. Und dann hat jetzt zu Marika gesagt: Probier mal's. Mal gucken, ob es am Tomatengewürzsalz liegt. So, und schon ist es weg. Perfekt! Brötchen! Ja! Brötchen! Das Frühstück! Waren auch im Angebot für 55 Cent. Ja, mag ich machen. Oder 3,53 Euro. Ja, das war doch. Hast du eigentlich alle Duren umgestellt? Falls nicht, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ein guter Zeitpunkt. Also, ich merke es ganz mächtig, diese Zeitumstellung. Wir waren heute früh 6:30 wach. Vorsprung. Das kann nicht wahr sein. Wenn ein kleines Bett geliefert hätten, muss bleiben. Das war ideal, aber ab um 9 hieß es ja. Ja, das war ganz netter. Das ist sehr schön. Ich habe ihn dann gefragt, bloß. So, und wo ist es? Hier um die Ecke. Ich sage, das schaffen Sie mir jetzt noch hier rein. Schade. Sagt er, bis zur Bordsteinkante. Bis zur Bordsteinkante, stell dir mal vor. Er hat es bis zur Treppe hier gefahren. Also ja, eben. Das ist doch nett. Mhm. Zweimal Haribos, die waren im Angebot, damit die Kinder wieder Süßigkeiten haben. Damit sie immer dicker werden. Genau. Dicker werden. So, nächste Tasche. Weg! Es nimmt halt kein Ende. Mein Finger. Mein Steiß, mein Finger, alles. Ja, das ist meine. Was denn? Kinder Country, eine Riesenpackung. Oh, geil, nehme ich mit. Oh, meine! Wir wollten uns auch mal auskennen. Ja, und die Snackbox für das morgen. Das ist meine. Da bleibt sowieso wieder übrig. Nee. Doch. Nee. Oh, doch. Wollen wir wetten? Na toll. Ach, vergessen. Was? Ja, weil. Weil? In Lidl. Von der Grammzahl durfte es ja das gleiche sein. Aber da sind ja nur 6 Wraps drin. Und die waren im Angebot, das sind 8 Wraps. Und die kosten 99 Cent gerade. Statt 1,29. Deswegen hab ich so mitgenommen. 1 Kilogramm Rinderhackfleisch, nehme ich an. Ja, aber. Oh, jetzt wird's auch. Es war wieder nervig. Ich bin zum Kaufland und hab gedacht, Hackfleisch? Was ist das? Rinderhack war auch im Angebot. Für, was war das? Für 5,98 €? Gab's natürlich nicht. Es war alles leer, komplett. Deswegen habe ich für 6,66 € im Angebot mitgenommen. Zwischen lieber jetzt zwei rein. Ja, bitte. Es ist auch gut kalt. Ja, das ist gut kalt. Gott sei Dank, bin ich schon ganz gut. Mehl, da kann der Papa wieder backen. Zweimal? Hat man gesagt, zweimal? Zweimal, weil es auch über die App im Angebot ist. Ach ja. Ich schmeiß es dir gleich mal in den Kopf, da kannst du es vorne rein tun. Soll ich vorne rein. Oh, da haben jetzt 3 Kilo mehr. Da kann ich richtig geil backen. Ich hoffe, das gefällt nicht runter. Ja, mal hören. So. So, jetzt bist du hier. Joghurt, denke ich. Was, Joghurt? Ist das Joghurt? Nein. Pudding. Ach, Pudding. Nein. Nee. Das ist Senf. Frischkäse. Frischkäse? Im Emer? Ja. Bist du denn verrückt? Frischkäse, weil den kann man ja auch lecker süß essen.
was der gekostet hat? Kalorien. Kalorienmäßig, ne? Du freut dich, du Basser, bist du denn verrückt? Das ist immer so viele Kalorien. Genau. 261 Kalorien auf 100 Gramm. Ach du Scheiße, das ist Doppelraumstufe. Doppelraum, ja, kann sein, Galbani. Für 2 Euro. Er kauft einen Kilo Frischkäse, sonst für 2 Euro. Kriegt man nirgendwo. Aber da wären wir doch wieder dick. Ach Quatsch, so schnell wird es nicht dick. Das sagt der Rische. Dann hat die Marika für 50 Cent Pudding. Joghurt gekauft, aber die hat auch noch so 2 gesagt. Ich finde auch nein, ich habe doch nicht nur 2 mitgenommen. Nee, 2 Packungen. So, 1, 2, ja. Ich habe gesagt 4. 4? Weil wir brauchen 500. Weil ein Kilo wäre im Angebot gewesen. Oh, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Das sind 100. Ein Zettel irgendwo liegen, jetzt hab ich ihn verschmissen. 1,2 Kilo sind 2. Also dafür haben wir, ich habe nochmal 2. Ja, es sind 2,4 Kilo. Hä? Sind 2,4 Kilo insgesamt. Wieso? Das sind 500 Gramm. 500 Gramm? Das sind 500 Gramm, glaub mir das doch mal. Das sind 125 dran. Ja, das ist normal. Das sind immer nur 5. Nee, bei dem anderen sind das 150. Heißt Milbona. Das ist genau der, den ich auch schon oft gekauft habe. Ja, nee, der schmeckt ja auch. Der kostet aber nur 50 Cent. Jetzt überlegt euch mal. 50, also, das kriegen wir nie Euro, für das Geld. 2 Euro. So, und da merke ich schon, der wird langsam warm. Also ich gehe mal kurz an den Kühlschrank. Das liegt an dir. Nein, liegt nicht an mir. Den hat, dann hat sie ja für sich alleine für uns für die Couch. Oh, genau. Das können wir machen, aber. Ich weiß, nee, die will sie, nee, ist egal. Essen. No, lecker. So. Ja, Salami ist lecker, aber ich muss jetzt nicht unbedingt die Wanze essen. Ja. Die hat 4 Euro aber gekostet. 4 Euro, die kostet draußen 6 Euro draußen. Ne? Ja, die kostet 6 Euro draußen im Kaufland. Salami müssen wir nicht kühlen. Hast du mir Bier mitgebracht? Oder? Ich hab dir kein Bier mitgebracht. Nein, für alles Handschuhe natürlich dafür, dass er mit dabei war und sich durchgequält hat. Na, das ist was anderes. Ja. Komm mal unten durch. Mini-Kabanussi. Die waren auch natürlich in Euro, glaube ich. Ja. In Euro. Und Leberwurst. Und der Leberwurst. Die ist natürlich aus Kaufland. Kaufland. Es gab keine kalorienreduzierte, aber da, ihr habt gesehen. 3,5%ische. Okay. Das wir ist für alles leisten. Ja, das sind doch schon. Da sind Schlüssel drin. Und einmal. Würden. Nee, die haben wir nicht gekauft. Geschenke. Die hat Alessandro sich bei Cassandra drüben geholt. Weil die getauscht haben. Die haben sich getauscht. Die haben sich getauscht? Die haben den Körper getauscht. Ach, du Scheiße. Ach ja, der Zettel war ja runtergefallen. Oh, Alter, ist das jetzt der letzte? Ja. Schmeiß es um. Nee, du, ich. Nein, guck mal, hier vorne fällt ja alles runter. Da kann ich doch aber nichts führen. So, Quark. Quark. Was hatte ich gesagt? 50 Cent. Ist das Magerquark? Ja, das ist Magerquark. Stand da am Morgen schon. Gab's nicht. 0,3%. So. Geil. Ganz viel. Geil. Ich liebe Quark. Wie oft habe ich denn jetzt schon? Süße Quark. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 250 Gramm sind 1,5 Kilo. Geil. Und garantiert noch ein paar mehr drin. Geil. Weil ich habe ein paar mehr mitgenommen. Weißt du, dass ich dich liebe? Weil der war nämlich auch im Angebot im Kaufland. Oh. Für 1,13 hat man gesagt, ja, mit 1,13. Der Kaufland-App. Und aber hier hat er ja noch einen Vorteil, er hat 1 Euro gekostet, 500 Gramm. Ich habe noch einen. Ja, und was ich wunderschön finde, es sind halt 250 Gramm. Ach so. Nein, dass er warm ist, bitte nicht, aber es ist noch relativ kühl, muss ich sagen. Hier ist noch einer. Ja, kannst du mir gleich mit bereichern. Ich muss nur erstmal hier ein bisschen schichten. Du machst Schicht im Schacht! Weil jetzt ist das Problem, ja? Passt ja, hier ist noch ein bisschen mehr, ne? Ja, na klar. Was denkst du? Oh, Käse. Ja, 3 und es ist sogar Gouda Mittelalt für 3 Euro statt 3,69 Euro draußen. Was nur 2? Nur 2 habe ich mitgenommen. Oh, 3 Euro. Naja, ich habe ein bisschen aufs Vorfallsdatum geguckt, bis 15.11. Obwohl der auch nicht schlecht ist. 3 mal für 2 Euro. Oh, ich liebe Käse. Also wenn ich mal sterbe. Du wirst zum Käse. Nö, ich vergammel ganz schnell. Weil du dann zum Beispiel. Weil ich ganz viel Käse gegessen habe. Ja, aber Horze haben wir keinen gefunden, ne? Schade. Aber ehrlich gesagt. Aber da hast du bestimmt nicht richtig geguckt. Ja, ja. Das, was dort los war, das willst du gar nicht gucken. Der richtig geguckt. Ja. Das ist ja wirklich gewesen. Wir haben extra geguckt, da gab es diese komische Rolle. Eine Horze Rolle, ne? Nee, das war keine Horze Rolle. Das war sowas wie Pommelbär. Das war ganz merkwürdig. So, dann habe ich hier
Willst du auch noch was da hast? Nein. Nee, Buko-Käse. Mit Frühlingszwiebeln. Ich glaube, der hat einen Euro. Ja, wisst wie. Ja. Geh mal draußen gucken. Warte, ich geh mal raus. Ja, geh mal raus. So, dann haben wir für jeden dreimal Grand Dessert. Mm. Für den Herrn natürlich zartbitter zweimal und Stück einmal Kaffee. Hm, hab ich gut rausgesucht. Mm. Alessandro hat für Eleonora ein bisschen was rausgesucht. Jetzt weiß ich, warum ich dich geheiratet habe. Wisst ihr das? Ja, schon klar. Weil ich an dich denke. Mhm. Weil ich manchmal nett bin. Hm. Na, eigentlich viel. Das war jetzt aber ganz schön gelungen. Das war also. Jetzt musst du ganz schön überlegen. Es sind 3, 6, 9, 12. Weil wir sind ja 4. 12, weil wir 4 Personen sind, genau. Ja, dann geh mal wegrollen. Ja, ich geh jetzt ja schon wegrollen. Ich geh ja schon an den Kühlschrank. Ja, aus der Linse. Wir können euch mal zum Schluss dann noch zeigen, wie es hier im Kühlschrank jetzt aussieht. Ja, dann bitte. Im Nachhinein, weil es ist schon lustig. Oh, jetzt muss ich ganz schön aufpassen. Ja, pass bitte auf, nicht, dass es kaputt geht, weil nein. Sonst müssen wir die jetzt gleich essen. Ja, sofort. Hier klappt, hier tropft, hier tropft. Na, das fände ich. Ach, der ist kaputt. Ist der nicht wirklich kaputt? Ist der kaputt oder ist der nicht kaputt? Fühlt sich komisch an. Nein, das Problem ist, Andi, wir waren eine Weile unterwegs. Warum fährst denn du so langsam? Nee, wir waren ja auch noch im Lidl und so. Im Lidl. Weil Lidl lohnt sich. Lidl lohnt sich. Nee, es tut mir leid, ich Käse muss durcheinander. Ja, mach mal. Also, das kriegt man nicht hin. Also, können das gut jetzt. Die können alle lesen, außer ich. Außer also du kannst das nicht lesen. Das klingt auch gerade gut. Also, ich kann lesen, aber ne, ihr wisst ja. Ihr wisst ja, ich hab's mit dem Gucken nicht so. Rest was ist auch das, hier? Das ist was anderes. Saure Sahne, die hat 50 Cent gekostet. Da hab ich gesagt, können wir gebrauchen. Geht immer. Können wir gebrauchen. Falls wir eine Lasagne essen wollen oder so. Könnt ihr mal mitnehmen? Doppelnut. Das muss eine Lasagne. Vielleicht ist man eine Lasagne. Wir haben es auch nur trockene Lasagne. Wir haben auch keine Lasagne platt. Aber das ist ja egal. Ist geil. Das muss man niemals sagen. Dann machen wir Nudeln, Lasagne. Ja. No? No. Geht alles. Mein Schatz. Noch ja, ein? Mach so, jetzt. Sind wir jetzt langsam durch hier? Ja, ich bitte. Ja. Das klingt nach Salami. Das klingt nach Salami. Der riecht nach Salami. 2 Euro? 1 aus Salami. Ja, von Kaufland eigentlich. Aber die gab es bei einem Käsemike. Und da gibt man jetzt eine, gibt man aber Cassandra rüber, weil wir haben verzweifelt also nach Salami. Also 2 Euro von unserer Tochter. Oh, die bezahlt uns da alle 3. Ich bin ein fieser Vater. Eigentlich muss man 1,59 müssen wir ihr dann abknöpfen. Na komm, sie hat, bitte. Wir sind vielleicht, ich hatte ja gesagt, wir geben sie ihr einfach. Ach so. Ja, aber du kommst auf solche Ideen. Du wirst doch ja abknöpfen. Ich falle. Ach du Elend, das steht doch auf einem Bein. Er versucht's. Weil wir haben nämlich für Cassandra versucht, vergeblich zu suchen nach Salami für 1,59. Ja, das war ein Satz. Ja. Hör bitte nicht zu. Nee. Wir müssen da noch ein Bett zusammenbauen. Oh Gott, wer weiß, was das wird? Das wird am Ende ein Schrank. Wir zeigen es euch dann. Ja, dann. Später. In einem gesamten Video. Ja, natürlich. Genau, wie wir uns. Wie wir in unserem Bett liegen und uns freuen. Na super, alles klar. Ich sehe gerade, wie du hast die Tassen nicht gut sortiert. Da regt die sich jedes Mal drüber auf, dass ich die Tassen nicht sortiere. Wie soll ich denn das machen? Aber das Lustige ist, es ist manchmal eine 50-50. Warte, passt mal auf, ich zeig's euch. Du greifst gerade dran vorbei. Ich greife gerade schön dran vorbei. Da, passt mal auf, ich zeig's euch. Jetzt weißt du ja gar nicht, was du filmst am Ende. Passt auf. Marika hilft mir, passt auf. Und drehen wir um. So, da oben. So, die habe ich sortiert im Nachhinein. Und dann sieht man, es ist immer noch, naja, gut, 50-50 Chance hast du manchmal hast du auch mehr. Oh. Ja. Ja, ich komm.